Ja, wenn Sie aktuell in Kurzarbeit sind und gleichzeitig auf der Suche nach einem Kredit, ist dieses Video hier für Sie gemacht. Aber auch wenn Sie ein smarter Bankkunde sind und unseren Kanal abonniert haben und unsere Videos hier einfach folgen, schauen Sie sich das mal an, die smarte Idee, die dahinter steckt. Ja, es gibt wahrscheinlich 100 oder mehr Möglichkeiten im Internet, einen Kredit zu beantragen. Wenn Sie danach googeln, finden Sie Werbung, finden Sie Anbieter, finden Sie ein Formular, wo Sie ihn beantragen können. Und das ist auch ganz einfach. Niemand kann Ihnen seriös vorher sagen, ob Sie einen Kredit bekommen oder nicht. Das Ganze funktioniert erst, wenn Ihre Daten vorliegen. Das heißt, Sie gehen in die Maske, geben Ihre persönlichen Daten an, dann wird noch die Bonitätsprüfung durchgeführt, was ja auch elektronisch die Auskunftsdateien abfragt, wie zum Beispiel die Schufa. Und dann erhalten Sie entweder eine Zusage oder eine Absage von der Bank. Jetzt haben Sie natürlich zwei Probleme bei der ganzen Geschichte. Wenn Sie bei irgendeiner Bank beantragen, wissen Sie gar nicht, ob Sie zu dem Kundenprofil der Bank gehören. Ja? Also eine Bank hat natürlich ein gewisses Kreditvolumen, was sie rausgeben möchte. Ja? Da sind so und so viele Millionen, ja, bei größeren Banken auch mehr, halt eingestellt und sie hat so einen Zielkorridor. Das möchte ich an Kunden gewinnen damit. Ja? Und es kann sein, dass sie für die eine Bank ein perfekter Kunde sind und für die andere einfach nicht ins Profil passen. Ja? Haben sie bei der falschen Bank beantragt? Würde ich Ihnen jetzt nicht empfehlen, bei einer dieser 100 Seiten. Der Filter wird gleich kleiner, Sie werden es gleich merken. Gibt es im Internet noch eine Handvoll von hochprofessionellen Agenturen, die mit Banken so eng kooperieren, dass sie das wissen, welche Bank sucht welches Kundenprofil und welche Bank hat noch Kreditbudget, also kann auch rausgeben und welche Bank ist in diesem Quartal schon ausgefüllt. Ja? Da können Sie einfach ein sehr guter Kunde sein, aber wenn die Bank schon vergeben hat, ja, dann kriegen Sie da auch eine Ablehnung. So, und jetzt wird der Kreis etwas noch kleiner bei der ganzen Sache. Sie kriegen in diesem Video noch den Link, wo Sie sich am besten hinwenden, wo Sie die Daten eingeben. Sie brauchen im Prinzip dann nur einmal die Daten eingeben und werden sich die eine, ja, ich kann Ihnen niemals eine Zusage versprechen, das ist auch klar, aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden sich viele Absagen sparen, wenn Sie einfach dahin gehen, wo die Wahrscheinlichkeit am größten ist. Okay, also jetzt haben wir natürlich mehrere Agenturen, die sich auf die Vermittlung von Krediten spezialisiert haben. Aber jetzt kommt eins hinzu noch. Man muss die Banken so genau kennen, dass man nicht nur weiß, welche Bonität, ja, möchte ich haben, welches Volumen, sondern auch, an welchen Sachen wird das Einkommen geprüft. Und jetzt sind wir bei den Leuten, die hier wegen Kurzarbeitkredit zuschauen. Ja. Einige Banken prüfen die letzten drei Gehaltsabrechnungen. Ja. Manche Banken prüfen nur die letzte, auch wenn sie vielleicht drei anfordern. Ja? Wenn Sie bei einer Bank landen, die nur die letzte Gehaltsabrechnung prüft, also da, wo Sie in Kurzarbeit halt sind, ja, das ist ja nicht Ihr eigentliches Gehalt, ja, haben Sie natürlich schlechte Karten. Vielleicht kriegen Sie einen Kredit, aber Sie kriegen möglicherweise zu einem viel höheren Zinssatz, ja, wenn es bonitätsabhängiger Zinssatz ist. Wir haben draußen zwei Modelle. Das wissen viele Leute gar nicht, ja, dass Banken für einen, also einen Teil der Banken für alle Kunden denselben Zinssatz anbietet, ja, und dann gibt es Banken auf der anderen Seite, die sagen, okay, die Kunden mit einem geringen Risiko, also höherer Bonität, kriegen einen niedrigeren Zinssatz. Vielleicht wollen wir von denen mehr haben, weil wir mehr sicher sind, ja, oder und auf der anderen Seite Leute, die eine schlechtere Bonität haben, ja, zahlen einen höheren Zinssatz. Ist vielleicht einfach das Ausfallrisiko größer, aber die Bank verdient in dem Bereich halt sehr gerne. Gut, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht bei Ihnen jetzt den Fall verliere. Ich habe Ihnen versprochen, Sie kriegen noch den Anbieter. Aber eins ist noch wichtig, genau. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel, wenn Sie bei einem Anbieter landen, wo Sie nur die letzte Gehaltsanrechnung haben, kommen Sie vielleicht nicht weiter oder zu einem höheren Zinssatz. Dann gibt es natürlich Banken, die suchen sich die kleinste Gehaltsabrechnung aus. Ne? Sehen drei Gehaltsabrechnungen und nehmen dann die kleinste, auch nur natürlich nur, um sicher zu gehen. Ja? Und dann gibt es natürlich Anbieter, also es gibt mir ist jetzt keine Bank bekannt, die die höchste Gehaltsabrechnung nimmt. Ja? Das wäre schon ein bisschen seltsam. Aber es gibt Anbieter, die nehmen den Meridian. Ja? Das ist daran auch sozusagen die Ursache. Es gibt Leute, die verdienen unterschiedlich. Also es gibt Berufsgruppen, die haben sowieso Schwankungen, ja, in ihrer Gehaltszahlung. Beispielsweise, weil sie mal Schicht arbeiten, mal arbeiten sie keine Schicht. Das ist natürlich unterschiedliches Gehalt. Also diese Banken bilden denn den Meridian. Und dann haben sie nämlich noch von der letzten hohen Gehaltsauszahlung und dann jetzt ihre Kurzarbeit, kommen sie so auf dieser Ebene. Und auf dieser Ebene haben sie bei verschiedenen Anbietern ganz gute Chancen, um Kredit zu vernünftigen Konditionen zu bekommen.
Zusätzlich kommt noch hinzu, dieser Anbieter, den ich Ihnen unter dem Video verlinke, also wenn Sie jetzt nicht mehr abwarten können oder wollen, gehen Sie einfach unter das Video, finden Sie den Artikel verlinkt, finden Sie den Anbieter verlinkt, haben auch ein Bankenprogramm, die hochinteressant ist, die mich überhaupt gar keine Schufa-Abfrage macht, sondern sich nur auf das Einkommen spezialisiert. Mehr Hintergründe zu der Bank brauche ich in dem Video nicht nennen, weil für Sie ist wichtig natürlich, wenn Sie jetzt in Kurzarbeit sind und einen Kredit suchen, dass Sie den so schnell wie möglich halt bekommen und sich nicht mit der Geschäftspolitik dieser Bank auseinandersetzen möchten. Aber vielleicht machen wir da mal ein Update, kommt so ein bisschen drauf an, wie auch von unseren smarten Bankkunden das Feedback jetzt zu diesem Video ist, mal ein bisschen so in die Gedankengänge, in die Hintergründe reingekommen ist, kommen wir jetzt zum Praktischen, zum Kredit beantragen. Wechseln Sie auf unser Spezialportal, da ist nämlich der Artikel, hier heißt es nämlich auch Kredit bei Kurzarbeit, hier beantragbar. Finden natürlich unsere smarte Bankkunden natürlich noch den Hinweis, wir haben, bevor das in die Krise losging, unsere Leute, die bei uns im Newsletter, wir nennen das Sonntagsmail drin, sind natürlich schon vorbereitet, sich rechtzeitig eine Kreditlinie halt einzurichten. Sie sehen es im Herbst und im Frühjahr haben wir darauf verwiesen. Sie können natürlich gerne diese Artikel aufrufen. Die sind heute noch aktuell, heute noch interessant. Allerdings, wenn Sie jetzt in Kurzarbeit sind, vielleicht eine interessante Option, das langfristig zu prüfen. Aber wenn Sie schnell Geld haben wollen, sehen Sie unten hier, können Sie den Kreditantrag stellen. Ja? Kurzfristige Bearbeitung auch, gelber Umsetzungsbutton, so ist das man bei uns gewohnt, dass wenn man vom Video in den Artikel geht und gleich weiter möchte, klickt man dann hier rauf und bekommt zum Anbieter, startet natürlich, Sie geben Ihre persönlichen Daten ein, ja, es wird eine Berechnung gemacht, Sie kriegen dann Kreditvorschläge, Sie können auch was ändern, Sie haben einen Ansprechpartner, ein Ansprechpartner davor macht gar keinen Sinn, weil er muss Ihre Daten können, um überhaupt Aussagen treffen zu können, von daher unter dem Video wechseln, den Artikel, gelben Button raussuchen, raufklicken, persönliche Daten eingeben, absenden und dann die ersten Angebote abwarten. Es wird natürlich bei mehreren, also es muss konkret zu sagen, aus Ihrer Kreditanfrage wird ein Datensatz gebildet und da wird geschaut, dieser Datensatz, bei welcher Bank geht der durch. Ja? Und in dem Fall, wenn Sie jetzt bei Kurzarbeit sind, ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, die Bank, die den Meridian bildet, die kennen Sie natürlich nicht. Bei mir weiß man es jetzt nicht. Ich sage Ihnen aber, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, über diesen Anbieter zu gehen. Deswegen haben wir ihn auch drin. Wir beobachten ja schon seit längeren, mehrere Jahre sind das schon. Und jetzt in der Recherche ist es einfach bei uns als die beste Option rausgekommen. Sie sehen es auch noch weiter. Im Artikel ist noch etwas mehr drin. Brauche ich nicht vorlesen. Können Sie, wenn Sie interessiert, selber lesen. Ein Teil, die jetzt wirklich einen Kredit brauchen, stürzen sich natürlich auf den gelben Button, dann geht es dann los. Sie können mir gerne auch Feedback lassen. Wir haben hier unten natürlich unsere Kommentarfunktion. Und herzlichen Dank, dass Sie ein smarter Bankkunde sind, wenn Sie wahrscheinlich hier bei uns schon abonniert haben. Und für die, die jetzt aktuell auf dieses Video hinzugekommen sind, weil Sie gerade in Kurzarbeit einen Kredit suchen, schauen Sie mal, was bei uns sonst noch im Kanal ist. Und vielleicht haben Sie ja die Lust zu sagen, komm, ich abonniere mal, ich schaue mir mal die nächsten Folgen an. Vielleicht ist da noch was für mich dabei, gerade wenn Sie jetzt den Leuten hören, die durch Kurzarbeit mehr Zeit haben, investieren Sie ein bisschen was von Ihrer Zeit in Ihre finanzielle Weiterbildung. Eine Option ist natürlich unser Kanal, unser Spezialportal, für Sie da, Sie in dem Bereich noch ein bisschen fitter zu machen. Ja, herzlichen Dank und wenn Sie mögen, lassen Sie es mit Ihnen hier da. Dankeschön.